Die Bücher werden interaktiver und ein ganz besonderes Projekt hat der Rowohlt Verlag gestartet mit dem Mann, dem Autor, der mir gegenüber sitzt, Andreas Winkelmann. Hallo, Herr Winkelmann. Hallo, ich grüße Sie. Deathbook heißt das Projekt, sage ich mal, das Sie geschrieben haben. Würden Sie sagen, es ist überhaupt noch ein Buch? Das geht weit über das normale Buch hinaus und man muss es tatsächlich als Projekt bezeichnen, denn es hat ein 20-köpfiges Projektteam daran mitgearbeitet, Programmierer, Social-Media-Experten, ein Videoregisseur und ich als Autor. Es ist also durchaus kein reines Buch mehr, zumal wir das auch auf verschiedenen Kanälen und Ebenen erzählen, nicht nur textlich, sondern auch in Videoformaten und in den sozialen Netzwerken. Was genau ist Deathbook? Also es gibt ein E-Book, das ist in Fortsetzungen wöchentlich erhältlich ist. Das ist jetzt, glaube ich, Teil 3 gerade erschienen, genau, in dieser Woche. Es gibt aber dann dort eingebundene Videos. Das ist ja zunächst mal, klingt das ja gar nicht so neu, weil diese Enhanced E-Books machen doch schon viele. Ja, genau, aber wir haben kein Enhanced E-Book erschaffen. Ich fange mal ein kleines Stückchen weiter vorne an. Also Deathbook ist ein digitaler Serienserver, der in 10 Teilen erscheint. Wir sind jetzt in Teil 3 und die Geschichte wird, wie ich es eben schon kurz gesagt habe, natürlich in Textform erzählt, aber die Videos, die wir 20 Stück innerhalb der Geschichte, die wir dort drin haben, die sind nicht einfach nur angefügt, sondern die erzählen einen Teil der Geschichte. Ohne die Videos funktioniert es nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass wir in dem Deathbook, Deathbook ist ein Netzwerk der Toten. Die Gefahr, die Bedrohung dieser Geschichte geht aus dem Internet hervor, aus den sozialen Netzwerken hervor. Und dann liegt es natürlich nah und war für mich ganz einleuchtend, dass wir die Geschichte außerhalb des Buches auch auf den sozialen Netzwerken erzählen. Über Facebook-Accounts, bei Twitter, über Blogs. Wir haben zum Beispiel den Prolog des Deathbooks, haben wir vor Veröffentlichung der ersten Episode schon mit Hilfe eines Bloggers im Internet erzählt. Und diese Person des Bloggers geht dann praktisch in die Geschichte, ins Deathbook über und erzählt dort seinen Part weiter vor. Also ist ein multimediales Leseerlebnis. Sie spielen aber auch mit der Vermengung von Fiktion und Wirklichkeit. Und das manchmal, wie ich finde, nicht ohne. Es gab also auch Drohbriefe an Blogger von einem anonymen Absender, der Ihnen letztendlich auch gedroht hat, der Details aus Ihren Blogs auch aufgegriffen hat, ganz individuell. Das ist ja nicht ohne, dieses Spiel. Ja, wir erleben das ja immer wieder, gerade in letzter Zeit, dass Datensicherheit, Privatsphäre im Internet eine große Rolle spielt und wie leicht aber das ausgespäht werden kann und wie leicht man damit manipuliert werden kann. Und es war mein Ziel, mit diesem Deathbook-Projekt die Vermischung von Realität und Fiktion in die Spitze zu treiben. Und das haben wir, denke ich, auch ganz gut geschafft. Einmal dadurch, dass ich selber, der Autor Andreas Winkelmann, in der Geschichte den ermittelnden Protagonisten spiele und auch ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Und dass wir es schaffen, durch die Einbindung der sozialen Netzwerke den Täter praktisch über Facebook mit den Lesern interagieren zu lassen. Aber auch dadurch, dass die Leser sich für das Deathbook registrieren lassen können. Sie können ihre Telefonnummer, ihre postalische Adresse und ihre SMS- oder E-Mail-Adresse angeben, wenn sie es dann wollen. Das ist kein Zwang. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass man als Leser einen Anruf oder Post oder eine Visitenkarte vom Täter bekommt und ganz gehörig erschreckt wird. Ja, das geht schon weit über das hinaus, was man sonst so als Leser geboten bekommt. Und ist aber das Besondere des Buches ja eigentlich auch, dass ich es lesen kann, wann und wo ich will. Was ist denn, wenn ich jetzt nächstes Jahr im Februar oder März das Ganze noch erleben will? Sie sind ja nicht ständig und immer für jeden Leser individuell an diesem Punkt der Handlung, wo auch der Leser gerade ist. Ja, richtig. Das war ein technisches Problem, das wir aber geschafft haben zu lösen. Wir wollten, dass jeder Leser die Geschichte, ganz egal wann er einsteigt, heute, morgen oder in 2 Jahren, dass jeder Leser die Geschichte live erlebt. Also haben wir für jeden Leser einen speziellen Zeitstream entwickelt. Wenn ich die erste Episode mir runterlade und mich dafür registriert habe, startet mein eigener Zeitstream und ich erlebe die Geschichte im Jetzt. Dann ist das für den Leser nicht veraltet, sondern er erlebt die gerade zu dem Zeitpunkt. Welche Rolle haben Sie bei diesem ganzen Projekt als Autor? Wie sehen Sie sich
noch in der Rolle als Autor? Sind Sie überhaupt noch der, der alle Fäden dann in der Hand hat? Ich bin bei diesem Projekt nicht mehr der, der alle Fäden in der Hand hat. Der Verlag kam auf mich zu und bat mich, dass wir mal ein digitales Projekt machen. Und ich habe mir dann sozusagen, ich habe mir den Plot ausgedacht und habe den Text geschrieben und habe auch für die Videos praktisch das Drehbuch geschrieben und habe auch teilweise die Konzepte für die Social Media Einbindung mitentwickelt. Aber wir haben in einem 20-köpfigen Team über ein Jahr lang an diesem Projekt gearbeitet. Und da ist man als Autor nicht mehr die federführende Figur. Künstlerische Eitelkeiten haben dann da überhaupt nichts verloren. Man muss ein richtiger Teamplayer sein. Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Das war was anderes als das herkömmliche Schreiben im stillen Kämmerlein. Jeden Monat zweimal in den Verlag zu fahren und mit einer 20-köpfigen Crew dort wirklich einen ganzen Tag zusammenzusitzen und an einem Projekt zu arbeiten. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Und obwohl es sehr intensiv war und wir alle regelmäßig Aspirin schlucken mussten, würde ich es tatsächlich nochmal machen. Es war eine tolle Erfahrung. Ja. Was waren die größten Einschränkungen, die Sie als Autor dann hinnehmen mussten? Die größten Einschränkungen waren eigentlich technischer Art. Denn wir wollten das technisch Machbare ausreizen bei diesem Projekt und sind relativ schnell an Grenzen gekommen, die, wo wir ganz andere Ideen hatten und Vorstellungen hatten und die Technik es aber einfach nicht möglich macht. Die digitalen Endgeräte sind zwar schon sehr weit, aber sie sind doch noch nicht so weit, wie meine Fantasie ging. Was die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Verlag anging, war es schon so, dass ich natürlich als Autor Kompromisse machen musste, die ich vielleicht sonst in einem herkömmlichen Buch nicht gemacht habe. Aber das war mir von Anfang an klar und ich fand das auch wirklich nicht besonders schlimm. Es ist ja auch wirklich ein ganz, ganz abenteuerliches und tolles Projekt am Ende dabei rausbekommen und alle sind zufrieden. Also ist das ein Weg, wo Sie auch wirklich sagen, also das ist für Sie und vielleicht für einige Autoren tatsächlich auch eine neue Art des Autorendaseins, diese Art von Projekten? Ja, ich denke schon, dass es zumindest eine neue Art des Erzählens ist und dass auch Experten geben, diese Art von digitalen Serien-Thriller, oder das muss auch keine Thriller sein, es kann ja auch eine andere Geschichte sein, schätzen da die Zukunft ganz gut ein. Und ich denke, dass sich diese Art des Erzählens auch entwickeln lässt und auch fortführen lässt und auch erfolgreich sein kann. Und das bedingt natürlich, dass man seine Arbeitsweise als Autor auch ein bisschen anpassen muss. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist, aber ich finde es total spannend. Sind die 10 Folgen denn schon alle fertig oder adaptieren Sie die jetzt auch noch aufgrund dessen, was da passiert? Es könnten ja auf Facebook oder auf Twitter Dinge passieren, die letztendlich wiederum auf die Geschichte zurückspielen. Wir haben tatsächlich anfangs mal mit dem Gedanken gespielt, ob wir die Geschichte komplett zu Ende erzählen und dann veröffentlichen oder ob wir die Leser die Geschichte entwickeln lassen. Haben uns das dann dazu entschieden, da es technisch ohnehin schon sehr komplex ist, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Die Leser werden zwar eingebunden und können mir helfen, können mir Tipps geben und werden über die sozialen Netzwerke eingebunden, aber die Geschichte ist jetzt schon zu Ende erzählt. Das Ende in Teil 10 steht fest. Und es erscheint dann auch trotzdem noch klassisch als Buch am 6. Dezember, glaube ich. Genau, wenn die 10 Episoden durch sind, am 6. Dezember dieses Jahres gibt es die ganz normale Oldschool-Print-Ausgabe, denn wir wollen auch die Leser, die keine digitalen Endgeräte haben, nicht vom Deskbook ausschließen. Jeder soll da einsteigen können. Also da habe ich dann Sie haben schon erzählt, die Videos sind da natürlich dann beschrieben, logischerweise. Aber eine Interaktion gibt es dann dort nicht mehr in Sachen von Anrufen oder Mails. Oder ist auch das noch möglich? Richtig, das ist dann nicht mehr möglich, weil man sich für diese Interaktionen, Mails, Anrufe etc. doch registrieren muss und Daten hinterlassen muss und das geht über die Printausgabe halt eben nicht. Ne? Die Printausgabe ist aber nochmal ein ganz eigenständiges Buch. Es ist nicht nur so, dass dort die Videos textlich ausformuliert sind, sondern das Buch ist, ich glaube, 80 bis 100 Seiten stärker als die digitale Ausgabe. Ich habe praktisch 2 Bücher geschrieben, sodass dieser Verlust der Digitalität und der Interaktivität praktisch durch eine längere Geschichte aufgehoben wird. Andreas Winkelmann, vielen Dank. Deathbook heißt Ihr Roman, Ihre Geschichte, Ihr Projekt bei Rowohlt. Dankeschön. Ich danke auch.